Mein Name ist Anja Messer vom Bunten Kreisamt Klinikum Fürth. Mit einem engagierten interdisziplinären Team betreuen wir Familien mit Frühgeborenen vorwiegend unter der 32. Schwangerschaftswoche, schwerkranken Neugeborenen und chronisch kranken Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Das Konzept der sozialmedizinischen Nachsorge wurde in Augsburg entwickelt, die erste Nachsorgeeinrichtung gegründet und der Name Bunter Kreis entstand. Es gibt in Deutschland mittlerweile über 90 Einrichtungen mit 120 Standorten, die zum Bundesverband Bunter Kreis e.V. zusammengeschlossen sind. Er hat dazu beigetragen, dass genannte Familien durch die sozialmedizinische Nachsorge eine flächendeckende, ganzheitliche und für sie kostenfreie Hilfe erhalten können und setzt sich auch nach wie vor intensiv dafür ein, dass noch viele Familien von dieser Hilfe profitieren können. Den Bunten Kreis am Klinikum Fürth gibt es seit dem Jahre 2007. Schon vor der Geburt begleiten wir Eltern bei drohender Frühgeburt, greifen Ängste und Sorgen auf und erläutern die Betreuung der Frühgeborenen auf unserer neonatologischen Intensivstation. Die Geburt eines Frühgeborenen, eines schwerkranken Babys oder auch die Diagnose einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung sind für Familien ein großer Einschnitt in ihr Leben. Ein weiter Weg liegt vor der Familie, Sorgen, Ängste und viele Unsicherheiten begleiten sie. Bei einer Frühgeburt unterhalb der 32. Woche erhalten die Familien von uns das Buch Eine Stimme für Frühchen, welches wir ihnen dank der finanziellen Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer der Kinderklinik Fürth e.V. zur Verfügung stellen können. In der Klinik stehen den Eltern bei allen Unsicherheiten und Fragen jederzeit pflegende Ärzte und Therapeuten zur Seite. Steht die Entlassung nach Hause an, ist die Freude groß, aber ebenso groß sind auch die Sorgen und Ängste der Familie. Hier knüpft die sozialmedizinische Nachsorge nach dem Modell Bunter Kreis an und stellt für die Eltern in der ersten Zeit zu Hause eine Unterstützung dar. In einem ersten Gespräch lernt die Familie bereits die sie betreuende Nachsorgeschwester kennen. Bei bestehenden sozialrechtlichen Fragen werden wir dabei durch unsere Sozialpädagogin unterstützt. Gibt es ärztlich zu klärende Fragen, steht uns jederzeit ein Kinderarzt beratend zur Seite. Die Nachsorge findet durch engmaschige Hausbesuche statt. Alle Fragen der Eltern zu der Pflege ihres Kindes werden aufgegriffen. Bei Bedarf können die Eltern durch unsere Psychologin betreut werden. Unser Ziel ist es, die Familie im Umgang mit der neuen Situation zu unterstützen, zu stabilisieren und sie im Verlauf zu befähigen, anfallende Probleme und erforderliche Maßnahmen selbst bewältigen und koordinieren zu können. Der bunte Kreis und sozialmedizinische Nachsorge, das waren Begriffe, die ich vor der drohenden Extremfrühgeburt meiner Zwillinge noch nicht gehört hatte. Aber auch schon vor der Geburt begleitete uns der bunte Kreis durch regelmäßige Besuche auf der Wochenstation, viele aufmunternde Worte und die Vorbereitung auf das, was einen erwarten könnte. Auch nach der viel zu frühen Geburt von meinen Zwillingen Milo und Jona war der bunte Kreis immer wieder präsent und bereitete uns intensiv auf die Entlassung zu Hause vor. Trotzdem fiel mir das Einleben zu Hause alles andere als leicht. Weg von dieser intensiven medizinischen Überwachung, der ständigen Präsenz der Ärzte und Schwestern, hinein in dieses alleine verantwortlich sein für zwei Babys, die doch so klein und so zerbrechlich sind. Auch hier kam zum Glück wieder der bunte Kreis. Die vielen Besuche gaben uns ganz viel Sicherheit. Es tauchten so viele Fragen auf. Passt die Gewichtsentwicklung der Kinder? Ist dieses oder jenes normal? Jede Frage und auch jede Sorge wurde sehr ernst genommen. Und so entstand dann auch ganz schnell eine intensive und vor allem vertrauensvolle Beziehung zwischen der Nachsorgeschwester des bunten Kreises und unserer Familie. Es war fast wie ein Rundum-Betreut-Paket. Egal, ob es der erste Termin beim Kinderarzt war, die Organisation von bestimmten Medikamenten oder auch die Kontaktaufnahme zur Frühförderung. Die Nachsorgeschwester hatte alles im Blick und hat uns als Eltern vor allem dabei unterstützt, die Herausfordernisse selbst zu meistern, aber auch das Verlebte zu verarbeiten. Der ganze Übergang Krankenhaus zu Hause wurde für uns viel einfacher und nahtloser. Wir hatten ganz viel Glück, meinen Kindern geht es heute sehr gut. Aber ohne die tollen Hilfen des bunten Kreises und insbesondere unserer lieben Nachsorgeschwester wären Milo und Jona nicht da, wo sie heute sind. Wir möchten uns von ganzem Herzen beim bunten Kreis Fürth dafür bedanken.